Hallo, willkommen zum RAMShop24 YouTube-Channel. Heute möchte ich euch nur eine ganz kleine, kurze Anleitungsvideo machen. Und zwar habe ich von vielen Kunden immer wieder die Frage, wie man die Pressluftflaschen füllt und wie man dazu unseren Fülladapter benutzt. Das ist eine relativ einfache Sache. Es gibt dazu, wie gesagt, diese 10 Liter oder 20 Liter 200 Bar Pressluftflaschen. Ganz wichtig ist dabei immer darauf zu achten, dass ihr den richtigen Druck in die richtigen Flaschen einfüllt. Also in diesem Fall, es gibt ja 200 und 300 Bar Flaschen im Paintball-Bereich oder auch im MagFett-Bereich. Und wir arbeiten aber hauptsächlich auf 200 Bar. Das heißt, befüllt auf gar keinen Fall eine 200 Bar Flasche mit einem 300 Bar System. Wobei diese Systeme oder dieser Fülladapter, den wir hier zum Beispiel im Shop haben, der kann beides, also der könnte beides. Also wenn ihr später mal updaten wollt, quasi auf ein stärkeres System, könntet ihr mit dem beides machen. Aber da, wie gesagt, drauf achten. Von der Art her, das Ganze zu machen, ist relativ einfach. Das sind hier genormte Anschlüsse. Das heißt, ihr schraubt hier als allererstes den Fülladapter ein. Dabei immer ein bisschen darauf achten, dass die Anzeige hier oben bleibt. Und damit ihr auch diesen Entlüftungsnippel dann hier auf der Seite habt. So, dann dreht ihr das Ganze handfest an. Dann habt ihr hier diesen Anschluss, der hier ist. Und das Rädchen, um das zu öffnen. Jetzt habt ihr hier in diesem Fall eine 0,2 Liter Flasche, 200 Bar. Da seht ihr schon, die Anzeige hier ist leer, also die ist auf 0. Vom Prinzip her ist das sehr, sehr einfach. Ihr habt hier diesen Füllnippel. Der Teil kommt ja vorne in die Waffe rein. Das heißt, ihr benutzt diesen Füllnippel hier, zieht diese Lasche nach hinten. Steckt dann die Flasche an, bis das ordentlich einrastet, so wie hier. Dann ist die Flasche daran fest, mit einer Hand festhalten. Und dann dreht ihr hier oben das ganz langsam auf, also nicht zu schnell. Jetzt hört ihr schon, ist schon gefüllt. Und ihr seht es auch hier an der Anzeige, an der Flasche, dass es jetzt gefüllt ist. Ihr merkt das auch, dass die Flasche heiß wird, deswegen nicht zu schnell machen das Ganze. Dann einfach anschließend wieder die Flasche verschließen. Dann habt ihr hier dieses Entlüftungsventil, da drückt ihr drauf. Damit der Druck hier rausgeht aus dieser Verbindung, sonst könnt ihr dieses hier nicht hier abmachen. Ja, also wie gesagt, wenn der Druck auf dieser Verbindung bestehen bleibt, könnt ihr das hier nicht mehr aufmachen. Jetzt geht es aber ganz einfach, das heißt einfach den Nippel hier wieder zurückziehen, Flasche abnehmen und schon habt ihr eine gefüllte Pressluftflasche. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte damit einigen ein bisschen helfen und so habt ihr halt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Bitte ganz wichtig, immer darauf achten, der Füllnippel ist extrem anfällig, das heißt, den immer verschließen. Am besten, es gibt so Gummikappen oder die meisten Flaschen kommen schon standardmäßig mit so einer Schutzkappe. Ich habe jetzt leider hier keine zur Hand, dass ich euch das mal zeigen könnte, aber die haben wir auch im Shop. Also immer darauf achten, dass dieser Füllnippel hier verschlossen ist, dass da kein Schmutz reinkommt und vor allem ganz, ganz wichtig, da darf keine Art von Öl reinkommen. Also wenn ihr hier Öl in irgendeiner Art und Weise reinsprüht, habt ihr den sogenannten Diesel-Effekt. Das heißt, dann explodiert euch die Flasche. Also da unheimlich aufpassen, das Ding immer verschlossen halten. Wenn ihr schmiert oder sprüht, immer nur hier vorne. Also hier ein kleines bisschen Fett drauf oder auch diesen O-Ring ein bisschen mit Silikonöl einreiben und dann in die Waffe einführen. Aber auf gar keinen Fall hier irgendeine Art von Öl oder Schmutz reinkommen lassen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Denkt dran, das sind 200 Bar. Nehmt immer nur TÜV-geprüfte Flaschen. Das Ding ist direkt an eurem Kopf und ist wirklich sehr gefährlich, wenn man damit nicht aufpasst. Ansonsten ist es eigentlich von der Handhabung sehr, sehr einfach. Und deswegen immer gut drauf aufpassen. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank. Tschüss.